Mein Video über die Besitzansprüche auf Spiele der aktuellen Generation wurde kontrovers diskutiert. Es ging darum, wie viel Kontrolle wir noch über Spiele haben, über unsere eigenen Spiele, die wir mit unserem Geld gekauft haben, in einer Zeit, wo wir immer mehr mit dem Internet verbunden sind und Spiele laufend Updates bekommen, sich dadurch verändern und sich auch deshalb verändern, weil Lizenzen ablaufen und so Inhalte in unseren Spielen verändert werden. Wir sind auch immer mehr von Servern abhängig, die uns die Patches liefern oder die CD-Version, die man am Anfang gar nicht spielen kann, per Day One Patch spielbar macht. Well, ain't that something, Fritz? Einen Schritt weiter gehen die kommenden Streaming-Dienste, insbesondere Google Stadia. Es gibt durchaus einige Leute, die darüber nachdenken, diesen Dienst zu nutzen und so nie wieder eine Konsole oder einen PC kaufen zu müssen. Ich denke, dass das nicht unbedingt die Leute sind, die ihre Spiele noch auf Disc kaufen. Vielmehr Leute, die sich an das digitale Leben und Downloads gewöhnt haben und vielleicht jetzt auch schon Spiele-Flatrates wie den Microsoft Game Pass nutzen. Wobei das Konzept von Stadia durchaus ein anderes ist, denn noch hat das mit Flatrate alles nicht viel zu tun. Die Hardware ist aber auf jeden Fall ausgelagert. Man muss sich keine Gedanken mehr über eine Konsole machen. Es gibt keine Updates, weder von Spielen noch von dem System selber. Spiele müssen nicht installiert werden und über Speicherplatz müssen wir uns schon gar keine Gedanken machen. Und es gibt eben auch keine Generationen mehr. Wenn ich bei Stadia ein Spiel kaufe, dann funktioniert es einfach. Irgendwann wird die Hardware von Stadia verbessert und ich kann mein Spiel statt in 1080p oder in 4K dann vielleicht auch irgendwann in 8K spielen und möglicherweise mit verbesserten Texturen oder anderen optischen Verbesserungen. Also eigentlich ähnlich wie bei einem PC, wo es ja auch keine Generation gibt und wir Spiele von vor 10 Jahren heute auch installieren können und mit ein paar Anpassungen wirklich nett aussehen lassen können. Nur müssen wir uns hier eben keinen neuen Rechner für 1000 Euro kaufen, sondern zahlen einen monatlichen Preis für eine bestimmte Leistung. Im Fall von Stadia Basic zahlen wir sogar gar nichts. Wir kaufen uns einfach das Spiel und können es in Full HD jederzeit spielen. Wer in 4K und mit Surround Sound spielen möchte, zahlt erstmal 10 Euro im Monat. Man darf aber nicht vergessen, dass dieser Preis sich auch ändern kann. Möglicherweise wird auch Stadia Basic nicht für immer kostenlos sein. Das heißt, man kauft sich in ein Ökosystem ein, wo man die kommenden Kosten nicht wirklich kalkulieren kann. Netflix ist über die Zeit auch immer teurer geworden. Es gibt natürlich nicht nur Vorteile. Zu denen definitiv gehört, dass man sich um nichts kümmern muss. Die Konsole kann nicht kaputt gehen und man muss sich allgemein deutlich weniger Gedanken machen. Allerdings muss man zwangsläufig immer online sein. Ich weiß nicht, ob das für viele wirklich schlimm ist. Wenn ich darüber nachdenke, wie oft in den letzten 10 Jahren das Internet bei mir ausgefallen ist, kann ich mich eigentlich an keinen längeren Ausfall erinnern. Immer wenn das Internet mal weg war, dann lag es am Router und ein Router-Neustart hat das Problem behoben. Für mich persönlich also kein wirkliches Problem, aber ich kann mir vorstellen, dass immer noch in vielen Orten Deutschlands das Internet noch nicht so wirklich stabil ist. Wer also schon Probleme hat mit Netflix, Streaming oder Amazon Prime, der sollte vielleicht auf Stadia auch erstmal verzichten, bis eine schnellere Internetleitung verfügbar ist. Wir sind fast am Gipfel. Ein weiterer Nachteil oder ein Risiko, was besteht, ist, dass der Dienst einfach nicht erfolgreich ist. Es setzen zu wenig Leute auf den Dienst, zu wenig Leute nutzen ihn und Google hat hohe Kosten für Server und für die ganze Wartung und für Lizenzen und muss dann diesen Dienst irgendwann einstellen. Leute, die dann auf Stadia vertraut haben, müssen sich umsehen und müssen was anderes finden. Und das Geld, das sie für Spiele ausgegeben haben, die ihnen eigentlich für immer gehören sollten, ist dann weg. Die Spiele sind weg und man kann sie nicht mehr spielen. Ohne den Dienst wird es nicht funktionieren, weil man kann die Spiele eben nirgendwo anders installieren. Außerdem ist es natürlich so, dass nicht alle Spiele auf Stadia erscheinen. Die Range ist für den Anfang eigentlich gar nicht schlecht und es ist schon toll, dass sie es geschafft haben, Spiele wie Cyberpunk 2077 auf ihre Liste zu kriegen. Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, dass gerade die PlayStation sich auch immer noch oft über ihre Exclusives verkauft. Dazu gehört sowas wie Death Stranding, Spider-Man oder auch der zweite Teil von The Last of Us. Auch für die PS5 gehe ich davon aus, dass es wieder mehrere Exclusives geben wird. Bei der Xbox bzw. der Xbox Scarlett ist es schon eine andere Geschichte. Das ganze System ist deutlich austauschbarer, denn man kann alle Microsoft-Spiele sowohl auf der Xbox One bzw. Scarlett als auch auf dem PC spielen.
Zusätzlich bringt Microsoft ihren eigenen Streaming-Dienst, der es ermöglichen wird, die Spiele auf noch mehr Geräten zu spielen. Es wird sich zeigen, ob das auch eine ernsthafte Konkurrenz für Stadia werden kann. Mit Halo, Forza oder Gears hat Microsoft doch auch einige Marken im Portfolio. Das ist noch ein Problem bei Stadia, denn große Exklusivtitel sind nicht in Sicht. Es werden schon Spiele entwickelt, aber es muss sich natürlich erst zeigen, wie die Qualität ist, und bisher scheint das Budget für die Spiele noch nicht allzu groß zu sein. Bei entsprechendem Erfolg oder Interesse kann sich das natürlich ändern, und vielleicht wird Stadia zu sowas, was die PS4 heute ist. Das heißt, Stadia wird bestimmte Exklusivtitel haben, die auf keiner anderen Konsole spielbar sind. Und dabei geht es nicht nur darum, dass die Spiele nicht auf der Konsole verfügbar sind, sondern dass sie auf der Konsole möglicherweise gar nicht möglich sind. Stadia unterstützt durch die besondere Serverstruktur zum Beispiel Spiele mit einer Riesenmenge an Mitspielern. Das können Spiele mit tausenden Spielern sein. Sowas ist mit Konsolen und ihren Serverstrukturen nur schwer umsetzbar. Wenn also der nächste große Battle Royale-Hype oder das Äquivalent dazu auf Stadia startet, könnte es sein, dass viele Spieler sich dahin bewegen. Jeder PC-Spieler kann ab 2020 direkt einsteigen und mit Stadia Base einfach losspielen. Wenn auch Free-to-Play-Spiele auf Stadia veröffentlicht werden, ist die Einstiegsbarriere dafür quasi nicht vorhanden. Für Konsolenspieler sieht es schon etwas anders aus, denn da braucht man für den Fernseher zumindest den Chromecast Ultra. Der PS4-Controller wie auch der Xbox-Controller sollen allerdings mit Stadia ohne Probleme funktionieren. Da sind also schon mal keine weiteren Kosten nötig. Wer allerdings eine möglichst niedrige Latenz haben will oder besondere Zusatzfeatures nutzen möchte, der braucht den Stadia-Controller. Der Controller soll allein 69 € kosten und sich direkt mit eurem WLAN-Router verbinden können. Wer die Founders Edition für 129 € bestellt hat, hat den Controller sowie Chromecast Ultra mit im Paket. Dazu kommt noch Destiny 2 The Collection mit allem DLC drum und dran. Meiner Ansicht nach nicht das absolute Superschnäppchen. Ich habe es mir dennoch vorbestellt, weil ich das auch ein bisschen als meinen Job ansehe, darüber Bescheid zu wissen und es dann auch beurteilen zu können. Ich habe hier selber 100 Mbit über Kupfer, das sollte locker ausreichen. Wie die Latenz ist, wird sich dann zeigen. Für mich persönlich ist es definitiv nichts, was die Konsolen oder den PC ersetzen wird in nächster Zukunft. Aber ich versuche mich da natürlich auch in andere hineinzuversetzen, die sich nicht so sehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen und einfach nur spielen wollen. Man sieht ja auch, dass Mobile Games immer erfolgreicher werden. Leute wollen einfach nur mal eben etwas spielen, ohne sich viel Gedanken machen zu müssen. Und auch wenn einem nichts davon gehört und das Ganze eindeutig ein Mietservice ist, könnten Leute ohne großen Aufwand wirklich gute Spiele spielen. Und zwar auch Spiele ohne Mikrotransaktionen und Pay-to-Win-Mechanismen, wie man es aus Mobile Games kennt. Die theoretische Performance von Stadia ist dabei durchaus gut und die Grafik dürfte vernünftig sein. Ob die Latenz und Kompression im Spieleralltag tatsächlich so störend ist, wird sich zeigen. Digital Foundry hat ja schon herausgefunden, dass die Latenz unter guten Umständen auch nicht wirklich anders ist als bei Konsolen wie der Xbox One X. Das heißt natürlich alles nicht, dass das System was für jeden ist. So wie eine Konsole nicht was für jeden ist. Manche, die am PC besonders schnelle Shooter spielen und wirklich auf die Millisekunde schauen, wollen bestimmt nicht an einem Videostream spielen. Ein Vorteil, was Online-Games angeht, ist allerdings, dass Cheaten praktisch unmöglich wird. Denn der komplette Code wird auf den Google-Servern ausgeführt, auf die ihr keinen Zugriff habt. Was dadurch aber natürlich auch nicht funktioniert, sind Mods. Das ist aber ohnehin bei Konsolen auch schon sehr eingeschränkt und eher was für PC-Spieler. Stadia richtet sich also meiner Ansicht nach eher an Konsolenspieler oder zumindest Gelegenheits-PC-Spieler. Ich denke persönlich, man sollte dem Ganzen zumindest eine Chance geben und ab 2020 hat man ja auch die Möglichkeit, zumindest Stadia Base kostenlos auszuprobieren. So kann man sich einfach seinen uralten PC schnappen, Chrome starten, sich in Stadia einloggen und losspielen. Ich bin gespannt, ob das wirklich alles so schnell und reibungslos funktioniert, wie Stadia das verspricht. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Skeptiker, die viele Bedenken und Einwände haben, die Stadia erstmal aus dem Weg räumen muss. Da hat Microsoft wiederum den Vorteil, dass sie ihren eigenen Dienst, den Windows- und Xbox-Nutzern, leichter unterjubeln können. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Stadia in YouTube gut beworben wird
und vielleicht kriegen sie auch den ein oder anderen Influencer dazu, ihr Produkt zu bewerben. Was ja auch das besonders einfache Streamen über YouTube ermöglichen können soll. Dazu soll bei manchen Spielen der direkte Einstieg in das Gameplay möglich sein. Ein interessantes Feature, was es so bisher noch nicht gab. Ich denke aber, dass das entscheidende Feature das ist, dass man sich einfach keine Gedanken machen muss. Dass man keine laute Box irgendwo stehen hat, um die man sich kümmern muss, die Updates braucht und kaputt gehen kann. Also ist die Zukunft wirklich keine Box, wie Google verspricht? Was ist eure Meinung dazu? Wie werden wir in 10 oder 20 Jahren spielen? Schreibt mir eure Meinung doch in die Kommentare. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert am besten den Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! One place for all the ways we play. This is Stadia.